So, willkommen zu Let's Play BlazBlue Continuum Shifted Extend Calamity Trigger. Das ist wohl der dritte Teil. Ja, die Calamity Trigger Story ist echt lang. So lang hatte ich sie nicht mehr in Erinnerung. Ja. Hakumen ist ein Gegner, den ich sehr hasse, weil er kann kontern. Wenn man angreift, dann kontert der bei Special Technik und gewöhnlich. Ja, also das ist eine meiner Hassgegner. So. Na, was? Der Tritt kam vor mir. Komm. So, hier. So, hier. Ja, ich mach's hier mit Astral Finish fertig. Hier, gewonnen. Und das Lied mag ich auch. Das bei Astral Finish kommt. Und das nächste Szene, das kommt, das ist mein aller Lieblingsszene. Ja. Sag mal, dass die Qualität mal gut wird. Und das geilste Szene kommt. Ja, also eine. Ja, you son of a bitch, ja, du Hurensohn. Ja, jetzt kommen die wahren Kräfte, obwohl das eigentlich nix ist. Ja, also das erste Mal, dass ich so weit war und gesehen habe, dass Ragnar das aktiviert hat, habe ich gemeint, er ist voll im Bloodkind. Und ja, das ist er nicht, wegen, es hat keinen Unterschied eigentlich zu vorher. So. Los geht's. Seht ihr? Gar kein Unterschied. Ist ja genau wie vorhin. Komm. So, ja, ich mach dich einfach so wie gewöhnlich fertig. Hier. Ja, das, was ich so mache, ist gar ziemlich spammenmäßig. So. Oh. So, jetzt gewinne ich. Ah. Na gut, dann eben anders. Oh. Was? Hier, gewonnen. Was? Hey, das zieht doch mindestens die Hälfte des Lebens ab. Da hätte er eigentlich sterben müssen. Eigentlich. Ja. Und wieder eine lange Geschichte. Ja, das hasse ich. Überspringen. So. Ja, das auch überspringen. Diese Szene mag ich nicht wirklich. So, den nächsten Kampf. Noel gegen Nu. Und ich versuche mit Astral wieder zu beenden. Komm. Komm, so. Ja. Unglaublich, wie die blocken. Hep. So. Hier. Bam. Oh ja, ich liebe diese Technik. So. Hier. Das zieht ab. Und gewonnen. Das war ziemlich leicht. So, jetzt kommt der nächste Kampf. Ich glaube, ja, das ist der letzte Kampf jetzt in Calamity Trigger. Wenn dieser Kampf vorbei ist, ist die Calamity Trigger Story durch. Und die wahren Geschichte fangen eigentlich an. So. Da gibt es ein Special Lied, glaube ich. Ein anderes Lied. Bei diesem Kampf, glaube ich. Ja, genau.
So. Hier. Dich mache ich alle. Ja, ich genieße das Lied etwas. Auch so hatte ich jetzt mein Klappe. So, das war der letzte Kampf, glaube ich. Doch, das war wirklich der letzte Kampf. Nein, ich bin sicher, das war der letzte Kampf, ja. Ja, das war der letzte Kampf. Och, so viele bla bla bla. Jetzt verstehe ich langsam auch, weshalb... Ah, ein Intro. Also, was in dieser Szene war, da weiß ich selber auch nicht viel. Ja. Tja, ich hoffe, es endet bald. Ach, das Laden dauert ja auch ziemlich lange. Ja. Und das war's, ja. Also, das war der erste Teil. Also, Black Calamity Trigger. Das wurde sogar in Deutsch übersetzt für PS3 und Xbox 360. Und ab Calamity Trigger, der nächste Continuum Shift, wurde ins Englisch gelassen. Genau wie der nächste. Und ich kann mir auch langsam denken, weshalb die in Englisch gelassen wurde und nicht übersetzte. Weil irgendwie bestimmt auch niemand wirklich Bock hatte auf die Story oder die lange Szene. Oder man hatte nicht Lust, all diese lange Szene zu übersetzen. Und ja, ich überspringe das Kredit. Oh, meine letzte Szene. Oh ja, Tsubaki trifft auf Hatsama. Und es endet. Hier unten steht's. Ja. Ja. Damit wird die epische Calamity Trigger zu Ende. Ich hoffe, dieser drei Teil hat euch gefallen und wenn es euch... Ah, das noch die Belohnung. Oh, ja, Belohnung und Erfahrung. Ja, und wenn euch dieses Video und die anderen zwei gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Und wenn es nicht gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen unten geben. Ja, das nächste Mal spielen wir das Ragnar Story. Und ja, bis dann. Ciao, Leute.